Humor ist alles. Ja. Das ist das Beste. Aha. Der Ton läuft. Der Ton läuft. Der Ton läuft. Wir starten. Könnt ihr uns hören? Gebt noch mal eine kurze Meldung. Jetzt. Ja, jetzt. Ja, das danke, ist toll. Super. Toll, dass ihr dran geblieben seid. Jetzt geht's auch gleich weiter. Genau. So, wir wollen jetzt natürlich, also wir freuen uns über Kommentare, ganz klar. Wir würden auch gerne ein paar Karten legen, vielleicht habt ihr irgendwelche Fragen. Mhm. Ist natürlich schön, wenn das jetzt nicht mehr mit dem Ton sein muss, sondern irgendwas dass anderes. Dass es wirklich läuft, auf jeden Fall. Genau, dass irgendwas irgendwie läuft. Aber nochmal eben zu den Karten, also es sind normalerweise 32 Stück. Ich habe jetzt aber zwei Pakete zusammen, weil ich immer gerne mehr Karten benutze. Und du kannst mit Karten ziehen eigentlich alles eruieren. Ja, also auch wenn du jetzt manchmal umziehen willst oder irgendwelche Situationen sind, du kannst rauskriegen, warum das so ist und kannst dementsprechend natürlich die Karten nutzen, um einfach ein Stück Klarheit zu gewinnen. Es geht auch nicht darum, sich an die Karten zu halten. Also man befragt sich, die Karten, soll ich jetzt ein Paket Butter kaufen oder so? Ja, natürlich macht nicht. Man ne? ja auch nicht. Ne? Aber letztendlich kannst du die Karten nutzen für alle Lebensbereiche, die du brauchst. Vor allen Dingen, also wenn ich jetzt zum Beispiel in Partnerschaft bin, weil wir haben ja heute so ein geiles Thema Motto. Partnerschaft und genau. Für euch eine glückliche Beziehung. Genau, das da sind ist wir ein tolles gar nicht Thema. Zu gekommen, das zu offenbaren. Genau. Das ist ja das Motto der heutigen Sendung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mich in meiner Partnerschaft nicht wohlfühle, aus welchen Gründen auch immer, kann ich natürlich auch die Karten befragen. Dann ist es aber auch immer ganz wichtig, ne, wir machen das jetzt einfach mal fiktiv, das schreibt genau noch keiner. Also ihr habt natürlich eben geschrieben, ihr dürft doch gerne weiterschreiben. Wenn ich jetzt, also ich sage jetzt mal, wir nehmen jetzt einfach mal nur eine Situation, ja, also ich wäre jetzt mal hier in der Partnerschaft so 3-4 Jahre und hätte das Gefühl, ich fühle mich nicht wohl, also irgendwas stimmt da nicht. Ne? Da müsste ich aber als allererste eine Karte auf mich ziehen. Ich meine, das ist jetzt nur fiktiv, weil ganz wir haben fiktiv, ja keine genau. Fragen. Hallo Sabine, okay, da, ja, mir geht's gut, danke. Sehr schön, ich hoffe dir auch, sonst stell gerne Fragen. Ne? Dann würde ich jetzt zum Beispiel eine Karte auf mich ziehen. Also wenn ich jetzt etwas Karten legen möchte, dann ist es erstmal wichtig, dass ich eine Karte auf mich ziehe, also ich als Person. Ja. Ja, und natürlich dann auch eine Karte auf den Partner. Ne? Okay. Also ich habe jetzt hier einfach mal so, wir haben jetzt kein Partnerschaftsbeispiel, wir haben jetzt gerade keine Frage. Wenn ich aber eine Karte dann auf mich ziehen würde, also ich nicht als Person, also ich bin jetzt nicht auf mich gegangen. Da kommt ja schon die erste alles Frage. Klar. Christina, ganz kurz, ich mache es hier Ende und dann schauen wir direkt. Ne? Aber ich würde erstmal eine Karte auf mich ziehen, also auf die Person, die fragt. Dann würde ich eine Karte auf den Partner ziehen und dann hätte ich als die erste Karte, das ist halt die 7, die sagt, es ist der Tanz des Lebens. Also Dinge verändern sich auch schon mal, es ist eine ganze Menge Bewegung da. Und die Karte des Partners würde bedeuten, es muss gesprochen werden. Das heißt, es kann sein, dass er mir irgendwas mitteilen will. Und wir kennen das ja alle, ne? Dann stehen wir irgendwie da und sagen, bitte nicht. Ne? Aber letztendlich, wenn ich jetzt nochmal fragen würde, ne, um was ging es letztendlich, dann hätte ich Angst, dass er irgendwas zerstören will. Also, dass er mir was mitteilen will, was für mich unangenehm ist. Ich persönlich sage, aber es ist immer ganz wichtig, dass wir kommunizieren, ganz wichtig, dass wir natürlich auch miteinander dann wirklich im Gespräch bleiben. So. Ja, also die Christine hat eine Frage. Und zwar schreibt sie, ich würde gerne eine Beziehung eingehen, aber ich habe Angst. Genau, jetzt sind die Karten runtergefallen. Wir haben ja noch genug, dadurch, die ich zum Beispiel habe. Fabian, das Fahrer ist allein, wenn ich auf alles umkomme. Hatten wir da nicht von gesprochen, als wir genau. Aber gut. Also, alle aber so ist es. Haben super funktioniert. Das nehme ich jemand, der einem halben an mich gut. Okay, gut. Fabian, das reicht. Gib mir die ruhig raus. Ist total lieb. Vielen, vielen Dank. Der Fabian hat mich jetzt hier gerettet. Danke, danke, danke. So, siehst du, aber wie wichtig ist es ist, dass du anwesend bist und ich jetzt nicht nochmal die Karten runterschmeiße. Aber darüber hatten wir mal gesprochen, dass das passieren kann. So, wir ziehen jetzt als allererstes eine Karte auf die Christina. Das heißt, ich konzentriere mich jetzt auf dich. Und diese Karte sagt ganz einfach, Christina, du musst leicht an die Sache rangehen. Das heißt, wenn du zum Beispiel über Partnerschaft nachdenkst, dann kommt in dir eine gewisse Schwere. Das könnte sein, dass du dich kümmern willst, sorgen willst, machen willst. Ich ziehe aber nochmal eine Karte darauf, wie das tatsächlich ist. Genau, und dann sagt zum Beispiel diese Karte des Wandels, Christina will ihr Leben verändern. Mhm. Also im Endeffekt ist es so, das wäre so ungefähr, wenn du umziehen wolltest, Christina, und du wartest darauf und sagst, erst wenn der Partner kommt, dann ziehe ich mit ihm zusammen, vorher möchte ich gar nicht umziehen. Mhm. Also das wäre so die Konstellation dessen. Ne? Ich frage jetzt mal, was Christina für sich tun kann. Ganz klar, du musst dir der wichtigste Mensch überhaupt sein. Also ein Partner darf nicht wichtiger sein als du dir selbst. Du musst also wirklich darauf achten, dass du dir gerecht wirst. Ne? Ich ziehe jetzt mal eine Karte auf den, der buhlt. Genau. Seit einem Jahr schon. Boah. Wird's aber Zeit.
Wenn ich diese Karte ziehe, also die Personenkarten ist eigentlich die Herzdame und der Herzkönig. Und das ist die Herzdame. So, da müsste ich sagen, dass diese Person in deinem Leben ein wichtiger Bestandteil ist. Aber es kann sein, dass die Person etwas zu weiblich ist. Also nicht unbedingt Frau ist, sondern ne, wir haben ja auch weibliche Anteile. Ziehen wir nochmal eine Karte drauf. Und das würde bedeuten, dass du dann automatisch die Führung übernehmen würdest. Also, dass die Person eigentlich erwartet, dass du Führung übernimmst. Und die Frage ist ganz einfach, welchen Part würdest du dann lieber erfüllen? Den männlichen oder den weiblichen Part? So, ich frage jetzt mal, ob dieser Partner, also es ist ja jetzt wirklich so, wir sind hier auf Sendung, ne, und wir versuchen jetzt was rauszukriegen. Ich würde jetzt mal fragen, wenn ich frage, ob dieser Partner für dich geeignet ist, kriege ich schon so den Lebensbaum. Also es gibt ganz viele Komponenten, die dir dann auch entsprechen. Ich ziehe jetzt mal eine Karte, welchen Tipp ich dir denn geben kann für dich selbst. Und dann kommt wieder die Karte, das ist die männliche Form von der eben und bedeutet, das Ganze müsste etwas leichter genommen werden, leichter, lockerer. Also nicht so angespannt, sondern Christian, du müsstest einfach schauen, dass du der Situation lockerer begegnest. Aber halt, ich glaube schon, dass derjenige auch feste Beziehungen haben will. Und das kennen wir ja auch, wenn du in einer festen Beziehung bist, dann bist du in einer festen Beziehung und dann gehst du auch nicht mal eben so einfach da raus. Christina, wenn du dazu irgendwelche Fragen hast, müsstest du dich dann bitte nochmal melden. Das ist jetzt kein endgültiges Ergebnis, aber ich kann auch nicht sagen, dass der Partner nicht passt. Nur wenn er ein Jahr lang schon um dich buhlt und du nicht wirklich willst, wird das natürlich auch seine Gründe haben. Ne? Und wenn ich darauf nochmal ziehe, dann ist es, weil es dein Leben verändern könnte. Und das kann natürlich auch so ein bisschen Fragezeichen für dich bedeuten. Genau. Und Christina, wenn du noch mehr Fragen hast, wir bieten auch in dieser Sendung Gutscheine zur Einzelberatung an. 5 Stück haben wir dieses also heute anzubieten. Die Gutscheine würden sonst 30 Euro kosten und heute bis 22 Uhr. Auf jeden Fall. Je nachdem, wie lange wir heute brauchen. Genau, 20 Euro. Und du brauchst vorab aber noch was? Ich brauche ein Bild. Ich brauche ein Bild von dir und Geburtsdatum und natürlich auch am besten von ihm und schau mir das dann in Ruhe an. Also du kannst dich liebend gern dann nochmal melden. Ne? Ich meine, heute ist sowieso alles ein bisschen lockerer, ein bisschen leichter. Genau. Da sollte man vielleicht nochmal tiefer gehen. Aber ich habe wirklich das Gefühl, liebe Christina, dass du ein bisschen Angst vor der kompletten Veränderung hast. Ne? Guck mal, sie schreibt Danke. Genau, das ist ja total lieb. Gerne. Wenn noch jemand eine Frage hat, also gerne, stellt die uns ganz gerne. Und ich kann ja schon mal zwischendurch einfach mal den Preis angeben. Und wir haben ja noch was ganz Tolles dazu. Wir haben also dieses Buch in Kombination mit dem Kartenspiel, mit einem Kartenspiel zum Preis von 12,80 Euro. Statt 14,80. Und dazu gibt es aber was ganz Tolles für ein Samtsäckchen. Genau, ein rotes Samtsäckchen. Ja, genau. Und das ist auf jeden Fall mit dabei. Genau. Ihr könnt natürlich auch noch ein zweites Kartenlegeset mit dazu erwerben. Dann wäre der Preis bei 17,80 Euro zusammen. Genau. Mit dem Samtsäckchen. Mhm. Also ist ganz einfach so, ich persönlich bin der Meinung, dass Karten auch gut weggelegt werden sollten. Und Rot ist eine aktive Farbe und deswegen geht es darum, dass man die natürlich dementsprechend halt auch in ein rotes Samtsäckchen. Genau. Ich liebe sowas, ich benutze sowas und deswegen muss das für die Sendung rot sein. Sieht so, auch ganz toll aus. Das gibt es halt dann dabei. Wir haben eine Frage, ne? Es kommt eine Frage von der Juliska. Moment, da war vorher noch eine andere. Ah, ja. Warte mal. Okay. Kurzem ihren Mann verloren. Ich weiß nicht, wie ich sie unterstützen kann. Sie ist traurig. Genau. Okay. Da gehen wir da mal rein. Nehmen wir erstmal die Sabine und dann nehmen wir die Juliska. Genau. Genau, perfekt. So, jetzt muss ich gucken, dass ich die nicht wieder. Genau, nicht wieder unten. Nicht wieder Tisch fallen lassen. Genau, das wäre, ne? Also, auch wichtig ist natürlich, dass man sich immer ein bisschen konzentriert. Auch wenn wir das jetzt hier lustig machen, konzentriere ich mich natürlich trotzdem drauf. Ich muss das eben nochmal lesen. Ich muss jetzt nochmal, ne? So. Also, meine Freundin hat vor kurzem ihren Mann verloren und ich weiß nicht, wie ich sie unterstützen kann. Sie ist traurig. Okay, die Frage ist natürlich, wie hat sie ihn verloren? Ne? Hat sie ihn verloren, weil er gegangen ist oder hat sie ihn verloren durch Todesfall? Ich ziehe jetzt aber meine Karte und die erste Karte, die ich ziehen würde, ist natürlich auf diese Freundin. Also, ich habe jetzt noch nicht meinen Namen von der Freundin und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt ganz nüchtern bin, müsste ich sagen, diese Verlustsituation ist trotz alledem ein Geschenk. Ne? Mhm. Es kann also durchaus sein, dass die Freundin von der Sabine gar nicht wahrhaben will, dass es vielleicht auch ein bisschen problematisch gewesen ist oder dass sie auch in einer Monotonie gelebt hat. Also diese Karte geschenkt sagt ganz einfach, es ist etwas Gutes. Ne? So. Mhm. Jetzt frage ich mal, was denn das Gute oder der Inhalt des Geschenks ist. Und das ist jetzt das, und das ist eigentlich das Interessante dabei. Das ist der Vampir. Also das ist nicht so eine delikate, tolle Karte, das muss man auch dazu sagen. Aber sie sagt ganz einfach,
wenn wir mit etwas zu tun haben, was uns so viel Energie raubt, dann kommen wir im Grunde genommen nicht wirklich zur Ruhe. Und das ist einfach die Aussage, dass die Freundin eigentlich durch diesen Partner auch nicht wirklich zur Ruhe gekommen ist und dadurch auch sehr viele Problemsituationen hatte. Mhm. Und ich denke mal, dass ihr auch ganz gut tut. Ne? Aber Sabine, sie fühlt sich total verbunden, ja? Ich muss dich gerade unterbrechen. Sabine hat geschrieben, er ist gestorben. Das ist dann natürlich, also auch nochmal vielen Dank, Sabine, für die Info. Das ist natürlich dann noch etwas schwieriger, weil sie fühlt sich noch mit ihm sehr verbunden. Ja? Mhm. Und das ist natürlich dann auch schwierig. So, die Frage ist ganz einfach, wie wird es dieser Freundin gehen, wenn sie über die, ne, das wäre wieder die Karte, die sagen würde, sie trauert etwas länger. Also das ist nicht mal eben wegzuwischen, das ist mal eben rauszunehmen. Vor allen Dingen, wenn auch so ein Todesfall eventuell sehr plötzlich passiert, ist es natürlich auch schwierig. Ne? Und es geht halt tatsächlich darum, ne, man könnte jetzt auch noch hingehen und sagen, es ist auch noch eine karmische Komponente. Ich will jetzt aber auch gar nicht tiefer da rein. Das könnte ich dann vielleicht, die Sabine könnte sich ja da auch nochmal melden oder die Freundin könnte sich melden. Man könnte ja auch so einen Gutschein verschenken. Genau. Wenn ich jetzt frage, was kann die Sabine für diese Freundin tun, dann ist es ganz klar, die Sabine kann ihr natürlich helfen, indem sie auch den anderen reden lässt. Und das tut sie ja irgendwo auch, aber man kann natürlich nicht den Verlustschmerz wegnehmen, sondern man muss gucken, wie man letztendlich damit tatsächlich umgeht. Ne? Ja. Partnerschaft zu verlieren ist natürlich sehr schwierig. Ne? Wir haben ja auch ein schönes Buch über Partnerschaft, das muss man auch dazu sagen, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Es ist ja so, dass wir ein gemeinsames Wir erschaffen in einer Beziehung und wenn das so abrupt endet, dann haben wir einen Riesenverlust. Auf jeden Fall. Und deswegen, aber ich würde sagen, wir gehen auch mal in das Buch, bevor wir Julikas Frage beantworten, in das Buch Partnerschaft. Ne? Genau, wir haben nämlich noch ein anderes tolles Buch. Du hast ein Buch geschrieben, das nennt sich Partnerschaft, Spiegelkabinett unserer Gefühle. Genau. Was kann ich mir darunter vorstellen? Also da wird halt genau beschrieben, das, was ich eben schon mal kurz gesagt habe, dass wir natürlich eine Wir-Energie aufbauen. Also wenn wir zwei jetzt, ich sag mal, wir wären beide Single, sind wir ja nicht, wir sind ja glücklich genau. Wir. Genau so, ne, wir wären beide Single und würden jetzt eine Faszination zueinander entwickeln als Beispiel, ja, dann würde einer von uns als erstes die Aufmerksamkeit haben. Ich sage mal, meistens sind wir Frauen es. Ne? Ja. Also gerade wenn es um die Männer geht, dann merken wir natürlich irgendeinen Impuls und denken dann auch, ne? Den möchten wir gerne haben. In Anführungsstrichen haben, besitzen, Hosentasche stecken, geht natürlich nicht. Aber letztendlich baut sich darüber ein Energiefeld auf. Und dieses Energiefeld ist natürlich ganz wichtig, dass sich das auch in Frieden aufbauen kann. Also ne, wichtig ist natürlich, dass am Anfang keine Störfaktoren kommen, nicht irgendwelchen Ex-Partner da drin sind. Ich sag mal, derjenige vielleicht eine Entscheidung ist. Also sowas belastet alles eine Beziehung. Das sollte erstmal am Anfang relativ frei sein, weil es können sich auch wirklich partnerschaftliche Probleme entwickeln. Ich mache ja auch sehr, sehr viel Paarberatung. Und das Thema, was wir letztendlich haben, ist natürlich, dass oftmals die Paare gar nicht wirklich ein Partnerschaftsproblem miteinander haben, sondern dass es einfach damit zusammenhängt, dass, ich sag mal, Situationen sich gebildet haben aus vergangenen Situationen heraus. Also gar nicht jetzt für sich selbst, ne, in der Paarbeziehung, also die wenigsten haben eigentlich wirklich ein Partnerschaftsproblem, sondern Probleme aus alten Situationen heraus, was die Beziehung belastet. Und natürlich darf sich jeder von diesem Wir-Feld bedienen. Das ist so ungefähr, wenn wir jetzt ein Gummibärchenpaket aufmachen würden, und du würdest dann alle essen und ich hätte eins übrig. Ich esse nur die Roten. Du isst nur die Roten, okay. Genau. Ne, so. Dann wären wir im Grunde genommen ein Stück Einschränkung. Ja? Also das ist immer wichtig, dass wir auch darauf achten, dass wir unsere Energie positiv reingeben. Wir dürfen nicht negativ an den Partner denken. Wir sollten gucken, dass es schön miteinander ist. Natürlich auch den Anspruch der Sexualität, den wir an den Partner haben, da gehen wir ja nachher nochmal in verbotene Sehnsüchte rein, ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich habe ja den Anspruch an meinen Partner. Ja. Ja? Und das muss natürlich irgendwo auch miteinander geklärt werden. Und wenn ich jetzt auch als Frau einen Partner habe und ich möchte mich gerne mit ihm leben können und er geht nicht darauf ein, dann kann es auch sein, dass es irgendwie auch für mich natürlich unangenehm ist. Und dann muss ich auch die passenden Worte finden und schauen, was ich tun kann. Ne? Genau. Ne? Also von daher, liebe Sabine, also da wäre halt die Möglichkeit vielleicht auch eines Gutscheins, den zu verschenken. Die Möglichkeit hätten wir natürlich auch. Aber Tatsache ist ganz einfach, ein partnerschaftlicher Verlust durch Tod ist immer eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Das muss man leider dazu sagen. Aber man kann immer schauen, was es letztendlich dann auch mit sich bringt. Wir haben noch eine neue Frage reinbekommen. Ja.
Eine Yvonne schreibt, ich habe ein ähnliches Thema. Ein gut befreundetes Pärchen trennt sich und es ist schwierig, sich da rauszuhalten. Er ist mit meinem Mann sehr gut befreundet und sie aber auch mit uns. Ja, das kann ist natürlich das auch so ein Thema. Regeln, das ist natürlich ganz schwierig dann, ne? Es ist schwierig. Auch ja. Das steht nochmal so ziemlich gut beschrieben in diesem Partnerschaftsbuch. Das muss ich einfach dazu sagen. Das würde ich auch gerne nochmal eben kurz erwähnen, bevor ich auf die Frage eingehe und das dann vielleicht auch ein bisschen abschließen. Also in dem Partnerschaftsbuch findet man sehr viel, was zwischenmenschliche Ebenen anbelangt. Ne? Also jetzt zum Beispiel auch in dem Thema, wie kann ich mich leben oder Thema Eifersucht. Ne? Da mag ich jetzt auch nochmal kurz reingehen. Das entspricht eigentlich auch schon ein bisschen der Yvonne-Geschichte, weil wenn ich jetzt als Frau zum Beispiel mich nicht sicher fühle, ja, dann kann es durchaus sein, dass ich irgendwie auf eine Party gehe und mir die ganzen Frauen angucke. Das heißt, ich als Frau schaue mir die Frauen an und gucke, welche Frau eventuell meinem Partner gefallen könnte. Das wäre so eine Möglichkeit. Und schaue dann auf eine Frau, die mir persönlich eigentlich gut gefällt. Und dadurch, dass ich auf sie aufmerksam werde, lenke ich natürlich auch die Aufmerksamkeit meines Partners. Ne? Dementsprechend dann halt auch auf diese Person. Und wenn er dann hinguckt, dann kann es sein, dass ich wütend werde, weil sich ja dann meine eigene Prophezeiung angeblich bestätigt. Ja? Dann denkst du, warum guckt der jetzt dahin? Genau. Ne? Und viele Menschen, gerade was Thema Partnerschaft anbelangt, werden sehr, sehr unsicher und sehr unruhig. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass man halt tatsächlich da schaut, wie man damit umgehen kann und das einfach für sich nochmal lernt. Ich muss auch dazu sagen, das Partnerschaftsbuch haben wir auch in der Neuauflage. Da haben wir einen festen Preis von, ich glaube, 14,80 €. Ich habe es jetzt nicht gerade im Kopf, aber es steht 14,80 €. Und wir haben es noch mit dem alten Cover, ist also der gleiche Inhalt, nur nicht ein so schönes Bild. Kostet nochmal 6,80 € für 3,80 € dann heute zu haben. Genau, das haben wir also bewusst gemacht, ne, dass man das Buch natürlich dann auch für sich erwerben kann. Genau. Sollen wir erstmal auf die Julischka gehen? Wir gehen jetzt erstmal auf die Julischka, genau. Liebe Yvonne, du stellst dich hin an, die Julischka haben wir fast vergessen, das geht gar nicht. Die Julischka hat nämlich geschrieben, liebe Sabine, ich bin jetzt seit 1,5 Jahren Single, gehe ich dieses Jahr eine neue Beziehung ein? Gut, okay. Oder gehe ich in diesem Jahr in eine neue Beziehung? Genau, so. Und auch dafür ziehen wir natürlich erstmal eine Karte auf die Julischka. Ja? Und bei Julischka müsste man sagen, liebe Julischka, du hast noch ganz viel um die Ohren, du hast noch hier zu tun und da zu tun und neue Partnerschaft einzugehen, würde auch bei ihr zum Beispiel bedeuten, dass sie jemand ist, sie geht dann sehr, sehr gerne in die Tiefe. Also das heißt, Julischka wird keine Oberflächebeziehung leben und das weißt du auch. Mhm. Wenn du dich mit jemandem tief verbindest, dann brauchst du Zeit. Du brauchst Zeit, du musst gucken, du musst schauen, dass das alles funktioniert und passt. Und letztendlich hat sie noch gar nicht so die richtige Bereitschaft. Also irgendwo schon. Aber irgendwo noch nicht. Ich schaue jetzt mal, wie es denn tatsächlich wäre, wenn sie jetzt ihrem Objekt der zukünftigen Begierde begegnen würde. Ne? Dann kriege ich die Karte, dass es eine sehr große Veränderung für sie mitbringen würde. Also Teile in ihr warten. Wir bestehen ja auch aus Teilpersönlichkeiten. Auch das wird mal Thema einer Sendung sein. So, und Teile in ihr warten und andere Teile in ihr haben aber Angst, wieder in Verletzung zu gehen oder dass sie durcheinander kommt oder dass sie vielleicht auch selber was aufgibt. Ne? Ja. Ich meine, du hast ja bestimmt auch schon mal ein Single-Dasein gelebt, genau wie ich auch. Ne? Und wenn wir für uns Single sind, leben wir natürlich anders. Und wenn wir wirklich tief Partnerschaft leben wollen, und so schätze ich Julischka ein, dann ist es halt so, dass sie einfach dann wieder richtig in das Boot einsteigt. Und das kann natürlich sein, dass ein Teil in ihr oder gewisse Teile noch keine Bereitschaft haben. So, ich frage aber jetzt mal, wie wäre es denn tatsächlich, wenn sie es tun würde? Das ist eindeutig, das wird passieren. Also Julischka, da kannst du machen, was du willst. Da kannst du jetzt alles Mögliche für tun, das nicht funktioniert, das wird funktionieren. So, und ich frage jetzt auch mal dieses Jahr, das ist natürlich immer so eine Zeitgeschichte, das ist wieder ganz süß, ne? Das ist eigentlich ein bisschen fies. Ja? Das heißt nämlich, dass Julischka das eigentlich weiß. Also das heißt, irgendwo ist sie schon mit jemandem verabredet auf der Astralebene, aber sie meidet das noch so ungefähr. Oh nee, da gehe ich jetzt nicht hin und da gehe ich nicht hin und da gehe ich nicht hin. Also sie dreht sich noch im Winde. Ne? Ich frage jetzt mal, wenn sie es dieses Jahr zulassen würde, ganz ehrlich gesagt, Julischka, es ist an der Zeit. Also ich meine, noch länger warten ist Blödsinn. Also ich würde mich freigeben und würde das wirklich schauen, dass ich damit auch dann echt zur Rande komme und das dann auch für mich lebe. Also Julischka, leg los, ganz ehrlich gesagt. Ich hoffe, wir konnten dir jetzt helfen, Julischka. Wenn nicht, meldest du dich. Genau, auf jeden Fall. Hier kommt noch die nächste Frage rein. Erstmal ist die Yvonne dran. Ja. Aber Yvonne hat schon geschrieben, passt? Ja, passt, weil ich eben gesagt habe, dass wir erst die Julischka nehmen. Und das ist ja auch so schön, das ist ja das Thema der Live-Sendung, wo wir eben festgestellt haben, dass einfach gewisse Dinge
eventuell nicht funktionieren können, ja, aber andere natürlich auch tatsächlich funktionieren, weil die natürlich auch aktiv teilnehmen können, unsere Lieben. Guck mal, Julika bedankt sich für das Schön. Ganz toll. So, jetzt muss ich das nochmal von der Yvonne lesen, weil ich habe das jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Wir müssen nochmal nach oben scrollen. Scroll du mal? Ja, das mal. Ups, nein, nein. Ja, das ist nämlich, da sind nämlich nur die. Ja, da komme ich jetzt nicht dran. Moment, das war irgendwie, wie hat sie das nochmal geschrieben? Da komme ich nämlich jetzt auch nicht gerade dran. Das ist jetzt schon weiter. Da wäre irgendwas mit, dass sie, ach so, Moment, sie waren, nein, nein, das war ein Pärchen, was sich getrennt hat. Genau. Genau, es war ein Pärchen, was sich getrennt hat. Und das ist der beste Freund von dem Partner. Und sie ist auch mit ihr befreundet. Genau. Also befreundet zumindest ist sie in der Clique. So. Also, wir ziehen jetzt erstmal eine Karte auf dieses Pärchen. Das Pärchen ist eine Umwandlung. Das ist der Umzug. Und der Umzug heißt ganz einfach, das ist eine Endgültigkeit. Ja? Weil ich packe nicht meine Sachen, ne, und gehe nochmal in die alte Wohnung zurück und packe nochmal aus. Also, ich meine, es gibt verrückte Leute, die tun das, aber das ist alles ganz selten. Es macht nicht wirklich Sinn. Ja? So, und letztendlich, ne, wenn ich jetzt auf die Situation lege, dann geht es sehr viel um Thema Kommunikation. Wichtig ist natürlich, das mag ich jetzt einfach mal dazu sagen, dass man nicht über den anderen spricht. Also ich sage jetzt mal, ne, und ich glaube, das wird die Yvonne wahrscheinlich auch nicht tun. Also sie wird mit Sicherheit dann nicht mit der Frau jetzt über ihn herziehen. Also das macht man ja auch irgendwo nicht. Ne? Aber ansonsten ist es natürlich so, wenn schon eine Partnerschaft kaputt ist und der ganze Freundeskreis dann noch, meistens gibt ja einer den Freundeskreis auf, ne, und der andere lebt es dann weiter, das ist immer schwierig. Frage ich jetzt mal, wie Yvonne damit umgehen kann. Ganz ehrlich gesagt, das sind nicht deine Emotionen. Also sie müsste eigentlich emotional sich raushalten. Hm. Ich glaube ganz einfach, wenn man sowas weiß, dann verhält man sich manchmal so ein bisschen befangen. Man weiß also nicht, wie man mit dem anderen begegnen soll. Und ich denke, das ist einfach ihre Fragestellung auch da drin. Ne? Und deswegen ist es halt wichtig, dass sie, ja, Yvonne, du musst da leicht damit umgehen, weil das ist nicht dein Thema. Also ich würde jetzt mit ihr nicht Gespräche suchen über hat ihn. Sie auch geschrieben, das macht sie auch nicht. Das perfekt, nicht so habe ich dich jetzt auch eingeschätzt. Ne? Genau. Aber letztendlich ist es halt so, man spürt die Energie, aber du brauchst nicht drauf eingehen. So, jetzt frage ich mal, warum die Yvonne das denn überhaupt spürt. Weil das muss sie ja nicht tun. Ne? Es liegt im Grunde genommen daran, dass Yvonne auch sehr gefühlsbetont ist und selber natürlich auch sehr viel Emotionen hat. Ne? Wenn sich da was trennt, heißt nicht, dass sich auch hier was trennt. Also alles gut. Im Endeffekt ist es so, jeder lebt ja sein Leben und die haben halt einen Grund, ne, weswegen sie sich getrennt haben. Das wird mit Sicherheit gut sein. Und letztendlich kannst du locker damit umgehen, leicht damit umgehen. Also unbesperrt, weil es ist nicht deins. Und einfach emotional dich beruhigen, weil du hast ja auch eine schöne Beziehung. Bei dir ist ja auch alles gut. Ne? Und wenn ich jetzt mal eine Karte nur auf dich ziehe, würde ich sagen, halt dir selber die Treue und genieße dein Leben mit all dem, was du jetzt letztendlich auch hast, weil das ist wunderschön. Genau. Hört sich doch sehr gut an. Genau. So, wir hatten aber die Beate eben noch drin. Das habe ich auch gesehen. Jetzt kommen wir aber auch nicht mehr an die Beate-Thematik. Nicht mehr ran. Genau, da müssen wir jetzt mal schauen. Ich kann die Technik uns was rübergeben. Ja. Die Yvonne bedankt sich auch. Okay. Liebe Beate, vielleicht kannst du uns das einfach noch mal eben schreiben, weil wir kommen jetzt leider da nicht mehr dran. Ich weiß, dass du irgendwas geschrieben hast. Irgendwas war auch mit Partnerschaft. Kannst du, genau, wir gucken jetzt. Doch, ihr kommt in die Technik, so, ich höre jetzt mal zu. Partnerschaft Laute. Okay. Genau. Partnerschaft Laute. Das heißt, in der Partnerschaft, in der sie ist. Oder was? Ja. Okay, gut. Entschuldigung, ich musste mal eben vorne nachfragen. So, Beate selber ist jemand, die will an ihr Ziel, die will ihre Sachen leben, die will das machen, also das heißt, die will das durchziehen, ja, so. Ich frage jetzt mal ziehe mal eine Karte auf Ihren Partner. Da ist momentan sehr viel Veränderung. Mhm. Sehr viel Veränderung im Spiel. Das heißt, da ist eine ganze Menge, was im Umbruch ist. Ne? So, jetzt fragen wir mal, sie hat ja geschrieben als Flaute. Flaute ist eigentlich nur dafür da, Veränderungen herbeizuführen. Das heißt, es geht um Arbeit und Ernte. Also ihr müsstet wieder an der Beziehung arbeiten, damit das auch dementsprechend passiert. Es kann ja auch sein, gerade wenn wir im Alltag sind oder wir bauen ein Haus oder sonst irgendwas, dann haben wir so viele andere Informationsquellen und so viele Themen, die uns halt auch beschäftigen, sodass wir gewisse Dinge gar nicht richtig leben können. Und dementsprechend ist es wichtig, natürlich auch eine Transformation durchzuziehen. Und diese Karte sagt auch nochmal, es wird Veränderung stattfinden. Ne? Ich frage jetzt mal,
liebe Beate, in welche Richtung denn eure Veränderung reingeht. Und dann kriege ich die Kraft. Also es geht hier nicht um Trennung, es geht hier nicht um Feierabend und Schluss und Ende oder sonst irgendwas. Es geht darum, dass ihr wieder in eure Kraft geht. Und wenn ich das mal ganz nüchtern bezeichnen darf, dann sieht das auch so aus, als haben die beiden gewisse Dinge bisher noch nicht gelebt. Also ungefähr wie, ihr habt ein Haus gebaut, 100.000 Sachen erledigt und letztendlich geht es darum, auch wirklich mal ganz relaxed und in Ruhe anzukommen und auch wieder in die Partnerschaft zu investieren und alles das zu leben, was ihr euch auch vorgenommen habt. Ich habe das so oft schon erlebt, dass in Partnerschaften, dann haben die den ganzen Kladderadatsch durch, alles hinter sich, weißt du, Ex-Frau geschieden, alles endlich vorbei, alles wunderbar. Und da stehen die sich gegenüber ohne Chaos und denken, was leben wir denn jetzt? Ja. Da muss man sich erstmal wieder zusammenfinden und dann kann das auch wieder laufen. Ne? Dann kann das auch wieder laufen. Ja. Ne? Und manche, die müssen, es geht eigentlich um die Ernte einfahren, Beate. Vielleicht sagt ihr das was, wenn nicht, bitte nochmal melden. Ich würde aber jetzt gerne, was kannst du mir dazu sagen mit dem Satz, was man an Erziehung nicht nur zu zweit, sondern zu viel, zwei Erwachsene, zwei Kinder, Konflikte entstehen dann, wenn zwei Kinder im Mangel sind. Na, da gehe ich gleich mal drauf ein. Ja, Judith, die Corinna hat noch eine Frage. Ja. Genau. Glücklich mit meinem Corinna, gucke ich auch gleich. Ja. Ich würde aber erst gerne noch mal auf ein anderes Buch gehen, wenn das in Ordnung ist. Und zwar würde ich gerne mal diese verbotenen Sehnsüchte holen. Ja. Moment. Ich komme also gleich auf eure Fragen dann nochmal. Genau. Du hast nämlich noch ein ganz tolles Buch geschrieben, das nennt sich Verbotene Sehnsüchte, philosophischer Leitfaden zur Wahrheitsfindung. Genau. Und da geht es sehr viel um das Thema Partnerschaftliche, auch Sexualität, natürlich auch Sexualität überhaupt, aber auch Kreativität. Hier geht es genau um das, was eigentlich auch Beate so schildert. Ne? Ich möchte ja glücklich sein in einer Beziehung. Und ich habe ja auch an meinen Partner natürlich einen partnerschaftlichen Anspruch. Ja? Und den möchte ich natürlich auch dementsprechend leben. Und dieses Buch bringt nochmal ganz, ganz viele Themen über Thema Verbundenheit, aber auch wie die Energien zusammenfließen, wie wir zum Beispiel früher auch in früheren Zeitepochen teilweise uns nicht gelebt haben, dass wir in der heutigen Zeitepoche uns leben können mit ganz, ganz vielen Möglichkeiten. Es geht nicht um sexuelle Praktiken. Also es ist ein erotisches Kaffer, aber es geht nicht wirklich um Thema Pornografie oder tatsächliche Erotik. Ne? Also es geht nicht um irgendwelche Aktsituationen oder so, sondern es ist Aufforderung, wirklich wieder authentisch zu sein, sich auch wieder als Frau und als Mann fühlen zu dürfen. Ich habe unheimlich oft so ein Gemisch, weißt du, wenn du manchmal so Pärchen siehst, dann siehst du die und du hast irgendwie so das Gefühl, die leben keinen Sex mehr. Also die leben das einfach nicht. Ne? Da fehlt unheimlich viel. Und da geht es natürlich darum, dass man in dieser Dynamik auch bleibt. Also dass man das einfach für sich lebt. Ne? Und ich denke, das ist auch gerade so bei Beate der Fall. Ich habe so das Gefühl, die haben ganz viel durchlebt und jetzt geht es wirklich darum, ganz klar dafür zu sorgen, dass da Power ist, dass der Dynamik wieder reinkommt, dass man liebevoll miteinander umgeht und das ist auch die Kreativität. Ich meine, du weißt ja selber auch, wenn du jetzt Knatsch mit deinem Partner hättest, würdest du auch nicht so entspannt hier sitzen, mit oder? Mit Sicherheit. Genau, den können wir ja mal eben kurz grüßen. Genau. So, und jetzt gehen wir mal weiter auf das Thema von der Corinna. So, genau. Corinna hat gefragt, bleibe ich auch im Alter so glücklich mit meinem Partner? Also erstmal, das ist auch wieder viel Investition. Da haben wir natürlich auch einiges in diesem Buch stehen, ne? Weil es geht ja tatsächlich darum, dass wir in eine Partner auch täglich investieren sollten. Das ist genauso wie in unsere Kinder. Wenn du dein Kind siehst, wirst du auch nicht denken, so, oh, ich stehe schon wieder da. Sondern du wirst dich freut freuen. Man sich. Ja, genau. Ne? Und so muss das natürlich auch beim Partner sein. Wenn ich meinen Schatz anschaue, ne? Dann freue ich mich einfach. Mhm. Und ne, wenn man das kann, dann ist das wirklich von Herzen wahrhaftig. Mhm. Ja? Es gibt aber sehr viele Menschen, die können das nicht. Und dann wirkt das auch nicht tatsächlich positiv. Und das ist natürlich dann auch sehr, sehr schade. So. Ne, also auch das ist nochmal sehr viel Anleitung oder Möglichkeiten, Gedankengänge in diesem Buch manifestiert. So, die Corinna. Wir ziehen mal eine Karte auf die Corinna. Corinna selber ist absolut in der festen Partnerschaft. Das sind die Ringe. Ja? Mhm. Das ist also auch eine Verbindlichkeit. Warum trägt man Ringe? Man trägt Ringe auch als Symbol, ne? Dass man verbunden ist. Also man kann ja sich unterschiedlichen Ebenen natürlich auch verheiraten, verbinden. Ne? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also es muss ja nicht immer das offizielle Ritual sein. Ne? Aber ein Ring, ne, auch ein magischer Ring, der bedeutet natürlich ganz, ganz viel und symbolisiert auch viel. Ne? Und gerade ne, Goldmetall bewirkt auch nochmal viel. Das heißt, wenn ich meinen Ring trage, dann bin ich auch mit meinem Partner nochmal anders verbunden. Ne? Man sollte den ja eigentlich auch nicht ausziehen. Genau. So, wenn ich jetzt auf den Partner ziehe, Corinna, dann kriege ich die Karte, der Partner ist ein Geschenk. Also das passt schon. So, ne? Wenn ich dann noch
nochmal auf die, ja, guck mal hier, die beiden haben dran gearbeitet, die haben ganz viel getan, ne? Also ihr habt ganz viel für die Beziehung getan, eindeutig, ne? Und auch der Partner hat sehr viel Transformation durch Corinna erfahren und sehr viel Veränderungen, ist auch sehr dankbar dafür, ne? So, und wenn ich jetzt einfach, ich mag das nicht immer so, dieses Festlegen, weißt du, so die nächsten 500 Jahre, nein, das nicht, aber, ne, aber letztendlich, wenn ich jetzt frage, wie wird die Partnerschaft weiterhin verlaufen über lange Zeit, leicht und locker. Also das heißt, die haben ein gutes Modul gefunden, miteinander wirklich glücklich zu sein. Und wenn die weiterhin so daran arbeiten und das so leben, besteht dann da überhaupt gar kein Grund, dass da irgendwas dagegen sprechen könnte. Ja. Also das funktioniert dann natürlich wirklich sehr, sehr gut. Ne? Klasse. Corinna, Fragen einfach melden oder vielleicht auch einen Gutschein erwerben, auch die Möglichkeit wird ja eventuell bestehen. Wir haben ja auch Gutscheine zur Paarberatung. Ja. Wie gesagt, auch 5 Stück pro Sendung, also in dieser Sendung. Die Dauer wäre dann, das wären so ungefähr 15 Minuten. Und der Preis, das wäre sonst 45 Euro und heute bis 22 Uhr für 30 Euro zu erwerben. Genau, genau. Das haben wir bewusst gemacht. Ich mache ja sehr, sehr viel Telefonberatung. Genau. Und das ist natürlich wesentlich intensiver als das, was wir jetzt hier machen. Aber wenn man wirklich auch eine intensive Frage hat oder eine intime und persönliche Frage hat, ich brauche also immer Bilder und Geburtsdaten, am besten per E-Mail und man spricht natürlich einen Zeitpunkt ab und dann kann man wirklich in einem Telefonat sehr, sehr viel erfahren, weil ich sehr tief dann auch da reingehe. Ne? Das ist ein sehr schön. Super. Gerne. Danke, Corinna. Genau. So, jetzt Beate haben wir bedankt sich auch. Perfekt, ja, habe ich auch schon gelesen. Gerne, gerne. So, jetzt haben wir die Julika nochmal. Genau. Was kannst du mir dazu sagen mit dem Satz, man ist also in einer Beziehung nicht nur zu zweit, sondern zu viert. Zwei Erwachsene und zwei Kinder. Konflikte entstehen dann, wenn zwei Kinder im Mangel sind. Ja. Das ist jetzt eine etwas andere Variante. Also ich würde das jetzt mal, wenn ich das richtig verstehe, ja, ne, hat man natürlich eine Beziehung zu zweit. Ganz klar. Mhm. Ja? Aber wenn natürlich Kinder mit im Spiel sind, auch gerade Patchwork-Familien, dann lebt man ja nicht nur die Beziehung, die Partnerschaft, sondern man hat ja auch eine Form von Elternschaft. Mhm. Und dort ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass man hingeht und jetzt zum Beispiel, also ich sag mal, wenn du jetzt als Frau mit einem Mann zusammenkommst, der dann auch Kinder hat, ja, du bist zwar die Stiefmutter, aber du bist nicht die Mutter. Genau. Ja? Es sei denn, die Mutter wäre tatsächlich mehr da, dann musst du auch in die Mutterrolle. Versuchst du aber trotzdem auch in eine Mutterrolle zu greifen, dann kann es schwierig werden, weil du dann letztendlich natürlich in einen Bereich reingreifst, der nicht deiner ist. Mhm. Ne? Ich denke, also das eine ist die Familie, das andere ist die Beziehung. Die Familie darf nicht die Beziehung dominieren. Also man muss die Beziehung pflegen und natürlich auch alles drumherum. Wenn ein Partner Kinder hat, dann hat er Kinder. Die kannst du ja nicht ausradieren. Eben. Du kannst ja nicht sagen, die bleiben jetzt vor der Tür stehen und kriegen nichts ab. Also es geht ja nicht. Aber sie dürfen es auf keinen Fall in irgendeiner Form diese ganze Beziehungsebene dominieren, was auch unheimlich häufig passiert, leider, leider, leider. Ne? Und es gibt auch, ich sag mal, auch öfter schon mal den Mann, der irgendwie sagt, so, jetzt kommen meine Kinder zu Besuch und übergibt das dann seiner Partnerin und sagt, könntest du mal bitte die bespaßen? Ja, so, ne? Und dann gibt die Partnerin sich Mühe, natürlich auch für ihn, aber das ist natürlich auch ein falscher Einsatz, weil es sind dann seine Kinder, sie muss sich natürlich auch einbringen, also ihre Position, das hat ja immer was mit Position zu tun, da werden wir auch noch mal ganz viel reden, wenn wir auf Sendung sind, gerade das Thema Teilpersönlichkeiten, familiäre Konfliktsituationen und. Und da gibt es natürlich ganz viele Potenziale halt, ne, was man da auch letztendlich klären kann. Und deswegen ist es halt wichtig, also ich weiß nicht, ob sich deine Frage damit beantwortet, aber es ist einfach ganz wichtig zu wissen, dass es einem mit der Partnerschaft nicht allzu viel zu tun hat, dass man wirklich gucken muss, wie man damit umgeht. Ja. Jetzt kommt die nächste Frage rein von der Sabine. Ja. Hallo Sabine, ich hätte gerne eine Karte im Allgemeinen über mich. Okay. Sabinchen, das machen wir doch, meine Namensvetterin. Ich glaube, irgendwie in der Zeit wurden immer viele Sabines geboren, ich weiß auch nicht. So. Momentan geht es bei dir darum, eine gewisse Strenge auch zu leben. Also Strenge heißt ganz einfach, wirklich zu schauen, wo stehst du, was willst du im Leben erreichen. Das kann auch sein ein Stück Bilanzierung. Wir stehen ja manchmal, ich sage, wir klimmen immer so Stufen. Am Anfang einer Stufe ist alles für uns neu. Mitte der Stufe haben wir das Gefühl, ja, okay, ne, jetzt fühlen wir uns schon wohl. Am Ende der Stufe wissen wir, wir müssen weitergehen. Und bei Sabine wäre es so eine Karte, die einfach sagt, es geht darum, einen Schritt weiter zu gehen, zu gucken, was man tun kann, was man machen kann, wie das Leben überhaupt weitergeht. Ich schaue jetzt mal, in welche Richtung es denn überhaupt geht. Da geht es noch bei dir, liebe Sabine, nochmal, also ich kann es jetzt auch nur so ein bisschen, sonst müssen wir wirklich uns mal kontaktieren, also telefonieren oder nochmal intensiver fragen, das ist aber dann nicht so offiziell, also das würde ich dann nicht offiziell hier vor Kamera machen, weil es geht nochmal darum, etwas Karmisches wegzuräumen. Ne? Also Karmisches sind einfach Themen aus vorherigen Leben, die man mit sich bringt, auch oftmals schon aus der Kindheit, also das kann auch sein, wenn deine Mutter dich klein gemacht hat, ne, dass du dann auch dieses Thema noch in dir trägst und das dann natürlich lösen musst. Ne? Also bringt jeder praktisch so ein karmisches
Jeder bringt sein Päckchen mit, ja. Damit es dann auch aufgelöst werden kann. Das muss man halt auch dazu sagen. Und dann wird man natürlich im Leben mit konfrontiert. Das ist zum Beispiel so, wenn ich jetzt, ich sag mal, ich würde jetzt hier mit 15 Personen sitzen, als Beispiel, ne? Und ich würde jetzt irgendwas sagen, irgendwas Verletzendes, und vielleicht von den 15 Personen würde sich einer angesprochen fühlen, die anderen nicht, weil es geht an mir vorbei, interessiert mich doch nicht. Ja? Und das hängt damit zusammen, welche Vorprägung du hast. Ja. Ne? So, und bei Sabine ist es das Thema, es geht bei dir darum, etwas zu wandeln, also etwas komplett loszulassen, vielleicht auch eine alte, ich sag mal, Trauer oder Schwere oder sowas. Ich kann das dann nochmal versuchen, ein bisschen genauer zu eruieren. Ja, das würde dann nochmal bedeuten, liebe Sabine, dass du dich auf Platz 1 setzen musst, dass es einfach ganz wichtig ist, dass du dich besser siehst. Wer bist du? Was hast du geschaffen? Was hast du getan? Stolz auf dich sein, das finde ich auch mal ganz wichtig. Mhm. Ja? Ich kann nicht stolz von anderen erwarten, dass andere auf mich stolz sind, wenn ich es nicht bin. Und jeder kann auf sein Leben stolz sein, wenn er zumindest mit dem zufrieden ist, was er tatsächlich dann auch für sich gelebt hat, ja. Und welche Möglichkeiten er hatte. Ne? Ich hoffe, du kommst damit in irgendeiner Form klar. Ich kann noch mal die Karten fragen, ob es irgendeine Aussage für dich gibt. Ne? Da würde ich die Karte dann kriegen. Guck mal, das ist der männliche Part eben gewesen. Das ist der weibliche Part. Ja. Und der weibliche Part würde sagen, sei doch nicht so streng mit dir. Ja, nimm es etwas lockerer und ne, dann kannst du natürlich auch anders damit umgehen. Ne? Das wäre so die Aussage. Aber liebe Sabine, wenn es dir nicht reicht oder du irgendwas wissen willst, weiß Bescheid, melden. Genau. Ich muss auch dazu sagen, dass wir natürlich auch unter all denen, die jetzt auch heute kommentieren, zwei Kurzberatungen verlosen. Das heißt, das werden wir jetzt also heute Abend nicht mehr tun, das wird also spätestens Anfang der Woche sein. Dann würden wir euch auch anschreiben, wenn ihr dann gewonnen habt. Also wir losen das natürlich aus und dann verschenken wir zwei Telefonberatungen. Also vielleicht seid ihr dann bei. Wir würden euch dann per Facebook-Nachricht anschreiben und dann wisst ihr Bescheid. Wenn ihr das dann nicht haben wollt, dann würde der nächste nachrutschen. Also das auch nochmal zur Information, das ist also keine Pflicht, das in Anspruch zu nehmen, solltet ihr gewonnen haben, aber es wäre schön, wenn man es tun würde. So. Genau. Die Ulla hat eine Frage, und zwar, auch Arbeit ist ja Partnerschaft. Ja. Warum wurde ich von einer Dame so gemobbt? Was habe ich falsch gemacht? Ah, sehr schön, das genau. Ist auch genau. Und dazu, liebe Ulla, bevor ich das antworte, nehmen wir das andere Buch nochmal. Und zwar die Trennungsrituale. Die hast du da liegen. Ihr seht, wir sind zwar vorbereitet, aber manchmal müssen wir noch ein bisschen koordinieren. Buch noch. Genau. Genau. Magische Trennungsrituale. Ja. Fesselnde Leidenschaft. Fesselnde Leidenschaft. Genau. Da geht es im Grunde genommen um das Thema der Altlasten. Also ne, wenn ich mich verbinde, also es kann, natürlich sind sämtliche Verbundenheiten, es sind partnerschaftliche Verbindungen, es sind andere Verbindungen. Mhm. Wir haben viele Möglichkeiten, Verbindungen zu leben. So, und auch eine berufliche Verbundenheit, da baut sich auch ein Energiefeld auf, ja, aber nicht so freiwillig eventuell. Also ich sag mal, wir zwei, wir harmonieren ganz gut. Ich glaube, wenn man uns so, ne, das passt. Ne, das wir passt zwei auf jeden können Fall, kein Problem. Locker, ne, wir könnten jetzt auch Schuhe kaufen gehen, wäre wahrscheinlich ähnlich wie jetzt gerade hier. Nein, das nicht, aber trotzdem, es gibt aber Menschen, mit denen muss ich mich verbinden, auch wenn ich das nicht will. Und wenn die eine Ähnlichkeit hervorrufen zu Dingen, die ich überhaupt gar nicht haben möchte, dann kann es auch sein, dass ich mich sehr schnell genervt finde. Mhm. Okay, so liebe Ulla, wir schauen uns das jetzt mal an. Und gehen erstmal in die Richtung Arbeit und Ernte. Das ist schon mal ganz gut, ne? Weil ich habe jetzt auf Ulla gefragt. Ja, so. Und habe das aber jetzt nicht gesagt, sondern einfach nur gezogen. Und dann kommt die Aussage, dass die Ulla nicht das einfordert, was ihr zusteht. Das heißt, die müsste immer unheimlich viel geben, aber gar nicht erwarten, dass das wirklich honoriert wird. Ja? Mhm. Jetzt frage ich mal eine Karte auf die Arbeitskollegin. Die Arbeitskollegin ist sehr beständig. Wenn die sitzt, dann sitzt die. Ja, und wenn die beobachtet, dann beobachtet die. Und nimmt sich auch Zeit dafür, ne? Ja. Es kann sein, Zeit. Ne? Es kann sein, also es kann sein, Ulla, ich kenne jetzt die Konstellation nicht, ne? Aber es könnte durchaus sein, dass die Ulla wie ein Wirbelwind da rumgewirbelt hat, ja? Und die Kollegin saß da und hat sich das Ganze gemütlich angeguckt. Wäre eine Möglichkeit, okay? Mhm. Die Ulla schreibt ja, dass sie gemobbt wurde. Ja, also über welche Schiene wurde sie gemobbt? Ah, da komme ich jetzt auch wieder auf ein Karma-Thema. Das ist immer so, das ist dieser karmische Baum, der zeigt ganz einfach nur eins an, das Thema sitzt tiefer. So, ne, das ist die Aussage dieser Karte. So, und wenn ich dann das dazu hole, dann muss ich sagen, die Ulla ist mit einer Thematik konfrontiert worden, die sehr viel Schmerz auch in ihr hervorgerufen hat. Und das ist ungefähr, das kennst du auch. Wenn du ein Thema in dir noch drin haben solltest und jemand tritt dir so volle Lotte rein, ja, dann bist du eigentlich sprachlos, fassungslos und du kannst nicht normal reagieren. Wenn jemand anders dir irgendwas sagt, ist dir egal, da sagst du, Mensch, hier komm, lass mich. Ja? Aber in dem Moment kannst du eigentlich gar nicht anders reagieren. Ne? So. Das ist so. Genau. Und deine Lernaufgabe oder die Lernaufgabe da drin ist,
auf deine Emotionen zu achten und dich zu schützen. So, das hat sie nämlich nicht getan. Sie hat sich nicht geschützt, sondern sie ist im Grunde genommen ins offene Messer gelaufen, weil sie auch nicht damit gerechnet hat, dass man vielleicht böse denken könnte. Ich drücke das jetzt mal so aus. Ich will jetzt hier keinen anprangern, aber es gibt Menschen, die denken nicht immer nett. Ja? Genau. So, und letztendlich, das Einzige, was du falsch gemacht hast, ist, dass du dich zu viel damit beschäftigt hast. So, jetzt kann ich mal fragen, was du denn tun kannst. Du musst in deine Kraft gehen, du musst dich viel mehr sehen, bitte, bitte. Ja? Und dich nicht so viel mit den anderen beschäftigen. Aber ich glaube, das ist der Ulla auch schon vollkommen klar, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber es passiert trotzdem, dass jemand ihr zu nahe kommen kann. Ja? Und dies geht über die Schiene der Leichtigkeit. Das heißt, die Ulla muss so ein leicht flockiger Typ sein. So kicher, kicher, tralala. Mhm. Ne? So ein bisschen wie du. Genau. Ich? So. Das ist schön. Und letztendlich ist es so, es gibt Menschen, die neiden das und die versuchen dann die eigene Schwere auf jemand anderen überzustülpen. Ja. Weißt du, auf einmal hast du das Gefühl, du bist beklebt. Mhm. Ne? Und ich vermute, dass das bei Ulla passiert ist. Und ziehe jetzt nochmal eine Karte, was sie für sich tun kann. Du musst, ich darf das jetzt nochmal müssen sagen, ist ein bisschen doof, aber trotzdem, dich selber mehr schützen, selber mehr auf dich achten und dich gar nicht so viel mit Personen beschäftigen. Es gibt ja auch, ne, wir haben ja auch so Bücher geschrieben, auch zum Beispiel wie Der Blick oder ne, Magischer Ring. Mhm. Da gibt es so ganz viele Übungen halt auch drin, was du machen kannst. Aber natürlich auch in Fesseln der Leidenschaft, weil diese magischen Trennungsrituale, es geht jetzt hier nicht, dass wir, was weiß ich, draußen Hexenfeuer anzünden und sondern es geht darum zu verstehen, wie sich Energien verbinden. Und vor allen Dingen, wie ich sie wieder lösen kann. Das ist der ganz wichtige Punkt, den wir letztendlich dann halt auch benötigen. Und das ist das, ich sag mal, wenn man das einmal weiß, dann kann man sich zum Beispiel jederzeit, auch wenn man das Gefühl hat, man ist so eingebunden worden, wieder lösen. Also man hat wirklich die Möglichkeit, dann auch wieder frei zu sein. Ne? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also das lohnt sich auf jeden Fall, dieses Buch zu lesen, weil man hat ja tagtäglich mit solchen Sachen zu tun. Und deshalb ist es total gut, wenn man dieses Buch zu Hause im Bücherschrank hat, neben dem Nachttischchen, dass man das lesen kann. Das hat den Festpreis von 12,80 Euro. Genau. Wäre auf jeden Fall super interessant. Genau. Festpreis bedeutet ganz einfach, dieses Buch können wir nicht günstiger abverkaufen. Genau. Das geht einfach nicht. Ne? So, es hat natürlich seinen Preis. Aber es ist einfach ganz wichtig, ne, zu wissen, dass es Möglichkeiten gibt. Also es gibt auch solche Geschichten natürlich, auch wie man sich verbinden und lösen kann im magischen Ring. Der Blick ist einiges aufzufinden. Es sind eigentlich Kleinigkeiten, an die man nicht denkt, aber die dann auch sehr einfach wieder zu lösen sind. Ne? Das ist super. Und man sieht auch mit den Karten, man kann super toll damit arbeiten. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, die einzusetzen. Mhm, genau. So, was ich jetzt noch dazu sagen möchte, ist natürlich, also wir haben ja auf der einen Seite das Gewinnspiel, dass wir natürlich unter den Kommentaren auch nochmal eine Auslosung machen, um zu schauen, was man letztendlich, ne, dass man da auch natürlich eine Beratung gewinnen kann. Auf der anderen Seite haben wir uns auch vorgestellt, wir haben ja auch eine Gruppe, eine Opalia-TV-Gruppe. Genau. Und in der stellen wir grundsätzlich drei Themen für die nächste Sendung vor. Und ihr könnt diese dann voten. Das heißt, nächstes Mal könnt ihr wählen zwischen Thema familiäre Übertragungsmuster. Super spannend. Mhm. Das ist zum Beispiel, wenn deine Mutter, ich sag mal, eine gewisse Macke hatte und du hast die auf dich übernommen. Ne? Also, weil wir lernen ja, wir kopieren ja auch. Ne? Sich alles ab, ne? Genau. Und du hast auf einmal, wird dir das bewusst und du willst aber da raus. Mhm. Also wie komme ich da raus, wie kann ich es machen, was hat das mit mir zu tun, was ist wirklich meins, was ist nicht meins. Also ist auch eine sehr interessante, auch sehr lustige Geschichte, muss man auch dazu sagen. Also lustig jetzt nicht wirklich aus Spaß, aber wenn man das einmal versteht, kann man sich auch sehr leicht davon lösen. Mhm. Ne? Und dann geht es nochmal um das Thema Karma, das haben wir auch super ein paar Mal erwähnt. Ne? Auch super, super spannend, das steht auf Platz 2. Das würde bedeuten, dass wir darüber nochmal sprechen, wie bildet sich Karma? Mhm. Ne? Wie hat sich sowas aufgebaut? Wie komme ich damit klar? Ne? Kennen wir uns karmisch zum Beispiel? Ne? Haben wir noch nicht hinterfragt. Müssen wir eigentlich das mal machen. Das müssen wir mal machen. So, ne? Weil wir treffen natürlich manchmal auf Personen, die sind uns unheimlich nah und das ist total klasse. Und wir wollen natürlich dann auch schauen, was wir mit denen eventuell zu tun haben. Es kann aber auch sein, dass uns jemand begegnet, wir denken so, bitte nicht näher. Ne? Auch das kann sein, dass der uns erinnert. Also es muss nicht die wiederinkarnierte Seele sein, aber es ist eine Erinnerung. Genau. Mhm. Ne? Oder wir haben gewisse Talente, Fähigkeiten, auch die lassen sich wieder zum Leben erwecken. Mhm. Super, super spannend. Ne? Und natürlich, dann geht es nochmal um das Thema Stärken und Schwächen erkennen. Da geht es wirklich um auch Charaktereigenschaften, um Stärken und so weiter. Mhm. Also was wir tun können. Das sind drei Themen, die werden wir natürlich dann einstellen. Und dann könnt ihr die voten und wir verlosen unter denjenigen, die gewotet haben, natürlich dann ein Partnerschaftsbuch, was dann halt auch rausgeschickt wird. Genau. Ne, die Ziehung ist immer montags, mittags. Also das heißt, wir sind ja noch dabei, alles einzupendeln. Das ist jetzt ziemlich viel, aber ne, das könnte man sich letztendlich merken.
Nächstes Mal legen wir übrigens mit den Numerologiekarten. Das ist auch schon mal so zu kurzen Informationen. Mhm. Mhm, genau. Ich habe noch eine Frage zu dem Buch hier, Fels in der Leidenschaft. Wie kann ich meinen Partner dahin bewegen, das zu tun, was ich gerne von ihm haben möchte? Kann man da irgendwas mit bewegen oder... Also ich sag mal, wir Frauen tun das ja unheimlich gerne. Ne? Mhm. Wir übernehmen ja unheimlich gerne die Führung und versuchen natürlich auch unseren Partner dann dahin zu bewegen. Genau, was wir letztendlich uns wünschen. Aber eigentlich ist es ja ein Stück Magie. Und wir haben den Partner ja auch so haben wollen, wie er ist. Mhm. Und wenn ich natürlich von meinem Partner was Wichtiges haben möchte oder ich möchte eine Aussage von ihm. Ich finde immer wichtig, die Aussagen. Also ich mag nicht meinen Partner manipulieren und ihm etwas überstülpen, sondern ich mag viel lieber wirklich sehen, dass mein Partner seine eigene Entscheidung mit einbringt. Mhm. Also ne, dann würde ich ihn nach seiner Meinung befragen, um zu gucken, was er letztendlich dann auch tatsächlich will, um dann halt auch eine Lösung zu finden. Ne, ich sage zum Beispiel meinem Partner, wir haben Küche neu eingerichtet. Ne? Da gab es einen Part, der war mir wichtig. Da hat er gesagt, okay. Und dann gab es einen Part, der war ihm wichtig. Und dann habe ich gesagt, okay. Ja, also ich finde, man kann das so schön miteinander wirklich dann variieren. Und das macht ja auch Spaß. Ne? Weil wenn ich dann den Bereich, der mir wichtig war, sehe, dann muss ich immer grinsen und bei seinem auch. Genau. Und letztendlich entspricht es uns aber beiden. Aber das Wichtige ist halt nicht die Manipulation, das machen viele, sondern wirklich die klaren Worte und klare Linien und natürlich auch Perspektiven, ne, die man letztendlich halt auch tatsächlich leben möchte. Ganz, ganz wichtiges das Thema. Ist ganz toll. Ich glaube, auch noch eine Frage reingekommen ist. Ich glaube, die sind erstmal alle sehr gut beschäftigt. Ne? Ja, genau. Ich weiß jetzt auch gar nicht mit der Zeit. Wir haben ja was später angefangen. Vielleicht kann ich mal eben kurz nachfragen, wie das mit der Zeit ist. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Weißt du, was wir dann machen? Wir gehen einfach mal auf das Thema den Blick. Ja, genau. Wir haben also noch das Buch mitgebracht, Der Blick ins innere Licht. Ich muss dazu sagen, das ist mein erstes Buch, was ich geschrieben habe. Und sehr, 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 sehr lange schon her. Ne? Also ist im Jahr 2000 geschrieben und Der Blick ist eigentlich so ein Reihumschlag. Also wir hatten ja eben auch schon mal über Energien gesprochen und Verbindungen gesprochen und Trennung gesprochen. Im Blick steht ganz viel auch darüber schon drin. Ja? Okay. Also weil es geht ja im Grunde genommen so, wenn ich mich mit etwas verbinde, dann bin ich auch verbunden. Ne? Mhm. Dann baue ich die Energiefelder dementsprechend auf. Ich denke an denjenigen. Ich will mich auch mit ihm natürlich dann halt auch auseinandersetzen. Und es ist einfach immer wichtig, ja, ich lese schon, danke Yvonne. Ne? Und es ist einfach ganz, ganz wichtig, immer zu sehen, wie man sich verbindet. Dann kann man sich auch wieder lösen. Ja, das ist zum Beispiel so, ich bringe das jetzt mal so auf einen etwas dämlicheren Punkt. Ne? Du gehst zum Beispiel ein paar Schuhe kaufen, bist ziemlich im Stress, ja, als Beispiel. Ne? Du betrittst den Laden, spürst die Atmosphäre des Ladens, das spürst du, das kennst du auch. Ja, genau. So. Dann gehst du zum Schuhregal, du willst dich mit dir beschäftigen und dann kommt die Verkäuferin, wird schnippig. Was machst du? Da habe ich schon keine Lust mehr, dann werde ich wahrscheinlich auch schnippig zurück sein. Okay. Oder ich gehe aus dem Laden raus. Genau. Ins nächste Schuhgeschäft. Genau. Weil du dich nicht willkommen fühlst. Ja. Aber es geht ja nicht um die Verkäuferin, weil wenn du dort ein paar Schuhe kaufen willst, kannst du trotzdem da drin bleiben. Mhm. Wichtig ist, dass du nicht auf das Spielfeld gehst. Du weißt ja nicht, was mit ihr ist, ob sie vielleicht gerade, ich sag jetzt einen mal, einen schlechten Tag hatte, eine doofe SMS gerade bekommen hat. Wir sind ja sowieso mal alle handysüchtig. Ja. Es ist ja fürchterlich. Ne? Überall wird immer so zwischendurch auf dem Handy geguckt und geschaut. Mhm. Ne? Aber es ist ja nun mal tatsächlich so, ist die Moderne der Zeitepoche. Aber letztendlich haben wir dadurch auch immer so einen Kommunikationskontakt zu anderen. Ja. Und manchmal sind wir dann nicht so ganz bei der Sache. Und da kann es natürlich sein, dass die Verkäuferin einfach nicht bei der Sache war. Ja? Mhm. Und sie sich vielleicht dann Sorgen nachher macht, wenn du rausgegangen bist und denkst, ach, das wollte ich doch gar nicht. Kann ja auch sein. Ne? Genau. Mhm. Und deswegen ist immer wichtig, dass wir in so einer Situation entscheiden, wollen wir darauf eingehen, wollen wir jetzt wirklich den Schuhladen verlassen, wo wir eigentlich zielstrebig hingegangen sind, um für uns etwas zu erreichen. Ja? Oder gehen wir tatsächlich, bleiben wir drin und schauen für uns und lächeln sie vielleicht mal an. Und lächeln ist auch immer eine unheimlich schöne Geste. Ja, und auf einmal bricht das Eis und wir können dann ganz anders miteinander umgehen. Ja. Die Möglichkeit haben wir ja auch. Es kommt ja auch immer darauf an, wie man gerade selber drauf ist. Wenn ich vielleicht selber auch noch einen schlechten Tag habe und ich komme in so einen Laden, wo die Verkäuferin auch einen schlechten Tag hat, ich glaube, dann rumst es irgendwie. Ja, ne? Aber das Rumsen ist auch interessant, weil es ist ja so, wir bestehen ja aus Teilpersönlichkeiten. Das wird ja auch dann bald mal tolles Thema. Ganz, ganz tolles Thema sein. Da entwickeln wir auch gerade neue Karten zu. Und wenn du jetzt gewisse Aspekte von dir nicht lebst, dann staut sich die Energie. Ja? Und dann brauche ich jemanden, wie so ein dicker Pickel, dann brauche ich jemanden, der mir hilft, diesen Pickel platzen zu lassen. Ja? Und da könnte natürlich so eine Verkäuferin, wenn du jetzt selber, wie das Beispiel, was du eben gebracht hast, natürlich genau richtig sein und könnte
letztendlich dich auf den Punkt bringen. Mhm. Aber das willst du ja eigentlich gar nicht. Du willst ja in Frieden sein. Ja? Oder du kennst das zum Beispiel, wenn du, ja, ich bringe das jetzt mal auf den Punkt, du hast mit jemandem gestritten. Du hast ein Thema und du hast mit demjenigen gestritten. Ja? Im Streit ist natürlich unheimlich viel, ne? Da ist Verletzung, da ist wahnsinnig viel Energie. Mhm. Ne? So merkst du übrigens auch, wenn dann der Besuch kommt und sich da stillschweigend auf die Couch setzt. Ja. Und ist nicht ruhig, ne? Da muss man erstmal wieder die Luft rauslassen. Ja. Und du hast natürlich dann da die Möglichkeit, nach dem Streit dich wieder wohler zu fühlen, weil du einfach mal alles rausgelassen hast. Ne? Und ich finde persönlich, es gibt so eine ganz einfache Methode. Wir sind ja, Thema ist ja dieser Sendung Partnerschaft. Wie lebe ich glücklich Partnerschaft? Ne? Und ich habe das ja unheimlich oft auch in den Paarberatungen. Es gibt so eine so süße Methode, um einfach Streit zu umgehen. Und zwar ist es so, also ich lebe jetzt mit meinem Partner, also es geht jetzt nicht um mich, ich bringe das nur als Beispiel. Ne? So, mein Partner stellt immer die Schuhe quer in den Flur. Der kommt nach Hause, steht quer im Flur. So, und ich weiß das und ich komme rein, ich sehe die Schuhe schon und blub. Ne? So. Da ist man schon genervt. Genau, so, und dann kann ich ihm das 15.000 Mal sagen, der will aber auch nicht von mir korrigiert werden. Ne? Mhm. Das heißt, das ist ja auch super unattraktiv als Partnerin, da hinzugehen wie die Butter. Ne? Und dann wirklich dieses zu präsentieren, das ist natürlich auch eine unangenehme Situation. Und dementsprechend ist es halt so, dass man das schriftlich machen könnte. Man kann so einen schönen Fragebogen fertig machen, also Formblatt, ne, da steht dann drauf Datum, Uhrzeit, Ort. Ne? Datum wäre heutige Datum, wir haben jetzt 8 Uhr, ne, kurz nach 8, und der Ort wäre der Flur. Mhm. Okay, so. Dann ist Fallbeschreibung, ganz nüchtern. Deine Schuhe stehen im Flur, Punkt. Okay? Oh, weia. Darunter kommt die Rubrik, was das mit mir macht. Ich bin wütend, ich bin sauer, ich fühle mich von dir nicht gesehen, ich könnte dir gerade die Dinge um die Ohren klatschen. Mhm. Darfst du schreiben? Schreiben. Okay? So. Dann kommt die Frage an ihn. Nüchtern. Warum machst du das? Punkt. Dann gibt es so Kästchen, die muss man einrichten und dann geht man zum Partner und sagt, du hast Post. Mehr nicht. Wäre natürlich auch eine gute Möglichkeit. So. Auf jeden Fall. Und dann hat er die Pflicht, innerhalb von 24 Stunden zu antworten. Mhm. Jetzt kann aber die Antwort sein, habe ich nicht drüber nachgedacht. Kennen wir alle, okay? Ja, so. Dann darfst du noch mal was dazu sagen, also noch mal schreiben, es wird ja nur geschrieben. Ja. Ja? Und du könntest dann zum Beispiel schreiben, stört mich aber, okay? Und dann könnte er muss noch mal antworten, schreiben, okay, habe ich verstanden. Also man löst damit unheimlich viele Konflikte. Das Interessante ist dabei, du beschreibst nüchtern den Fall, aber du beschreibst, was es mit dir macht. Und das ist auch immer das, was wir in der Diskussion oder auch im Streitgespräch dem anderen mitteilen wollen. Mhm. Wir wollen ihm mitteilen, was uns verletzt und was uns stört und was uns wehtut. Das können wir aber nicht, wenn ich dann hingehe und sage, du hast das und das gemacht und du löst das und das in mir aus. Mhm. Ne? Damit komme ich nicht weiter. Mhm. Aber wenn ich das darüber mache, dann finde ich eine neue Möglichkeit, wirklich da auch drüber zu reden und natürlich auch später in der Kommunikation anders damit umzugehen. Genau. Mhm. Es kommt noch eine Frage rein. Hallo Martin. Und er schreibt, hallo ihr beiden, ich könnte jetzt sehr gut eine Karte gebrauchen. Magst du uns noch was schreiben? So ein bisschen was brauchen wir schon, ne? Könnt ihr jetzt machen? Nein, das machen wir natürlich nicht. Das war ein Scherz, Martin. Nein, ich versuche es jetzt trotzdem einfach mal. Ich ziehe jetzt einfach mal eine Karte auf ihn. Und schau mal, was ich darüber kriege. Ne? Aber es war jetzt gerade lustig. Wirklich. Ja. Ich war jetzt gerade bei dieser Kommunikationsebene gelandet. Aber dafür sind ja die Kommentare da. Und ich freue mich wirklich über jeden Kommentar, wenn ihr darüber teilnehmt. Wirklich klasse. Genau. So, bei Martin, also das, was ich rüberkriege, es geht bei Martin um das Thema tiefe Verbundenheit. Entweder hat er den Wunsch oder er ist halt verbunden. Es geht auf jeden Fall um tiefe Verbundenheit. Also Martin ist auch jemand, der sehr viel Tiefe halt auch da drin braucht. Ne? Das Thema bei ihm ist aber, dass er auch sehr emotional ist. Vielleicht auch manchmal nicht ganz so gelassen ist in gewissen Dingen. Und es ist einfach wichtig, dass er natürlich dort die Ruhe bewahrt. Was ihn stört, ist, wenn er sich nicht mehr konzentrieren kann. Das haben übrigens mehrere Männer. Ich hoffe, dass ich jetzt auf der richtigen Fährte bin, sonst musst du mir da noch einen Tipp geben, Martin. Das ist zum Beispiel so, wir Frauen neigen ja dazu, die Männer immer anzuklopfen. Also das ist so ungefähr wie unser Handy, das sucht immer den Empfang. Das machen wir Frauen auch, genau. Wir fixen den Partner dann auch an. Ne? So, und wir müssen nicht von ausgehen, dass der Mann das nicht spürt. Nein, der spürt das und es macht ihn auch nervös. Mhm. Ja? Und das, viele Männer trauen sich das dann auch nicht zu sagen. Und das hat immer was mit Positionierung und Zusammenstehen zu tun. Ne? Mhm. Also, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sitze hier neben dir, es ist ja auch gerade eine Partnerschaftsform, was wir hier leben. Ne? So. Ja. Und wenn ich immer, ja, wir leben gerade eine berufliche, eine kommunikative
Partnerschaft miteinander, das natürlich. Ne? Ja, genau, das ist ja eine Verbindungslinie. Wenn ich jetzt immer das Gefühl hätte, du müsstest aufspringen, würde mich das nervös machen. Ja, klar. Dadurch, dass du aber dadurch, dass du ruhig hier sitzt, bin ich auch ganz entspannt, weil ich weiß, die Sato sitzt so lange, bis wir dann vorne mal den Hinweis kriegen, danke, es reicht. Ne? Genau. Also von daher sitzen wir beide ganz entspannt. Aber wenn ich das Gefühl hätte, du wärst immer so auf dem Sprung. Oder genau. So, ne? Aber das liegt daran, dass du klar positioniert bist. Wir haben ganz klare Absprachen. Wir wissen, was jetzt unser Miteinander hier bedeutet und was wir auch erreichen wollen. Und das bringt natürlich eine Harmonie mit sich. Und das wollen wir auch in Beziehung. Aber oftmals wirken da so viele Faktoren rein, dass es halt auch schwierig ist. Ich ziehe jetzt nochmal eine Karte auf den Martin und gucke, was ich ihm noch raten kann. Es bedeutet ganz einfach, auch da haben wir nochmal die Thematik, dass der Martin darauf achten sollte, dass er nicht zu viel Energie verliert. Vor allen Dingen nicht in Projekte, die vielleicht auch nichts bringen. Das ist zum Beispiel auch so, ich muss ja dann auch, wie ich eben gesagt habe, du bleibst ja hier sitzen. Ne? Also von daher muss ich ja keine Unruhe haben. Genau. Aber wenn du zum Beispiel immer aufspringen würdest, könnte ich die Sendung nicht machen. Also du würdest mich kirre machen. Und so ähnlich ist das, wenn ich jetzt in einer Beziehung bin und ich auf meinen Partner hoffe und mein Partner sich aber nicht zu mir positioniert, dann würde das Unruhe in mir hervorrufen und wäre natürlich auch kontraproduktiv. Dann könnte ich jetzt mit meinem Partner reden und fragen, wie es letztendlich tatsächlich ist. Mhm. Oder ich gehe hin und treffe irgendwann eine Entscheidung und sage, okay, mit dem Arbeitsmaterial funktioniert es nicht. Arbeitsmaterial ist jetzt nicht böse gemeint, aber man muss natürlich immer gucken, wie man weiterkommt und welche Möglichkeiten man tatsächlich hat. Ne? Das wäre so der Konsens, um den es tatsächlich geht. Genau. Ich hoffe, dir ist damit geholfen. Ansonsten, lieber Martin, melde dich oder hol dir eine Gutscheinkarte oder was du letztendlich, wie du es halt machen möchtest, ne? Wie du es gerne haben möchtest. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie lange wir jetzt auf Sendung sind. Ich frage jetzt einfach nochmal. Eine Stunde. Etwas drüber. Genau, das habe ich mir auch vermutet. Deswegen würde ich nämlich jetzt auch nochmal eben was zur nächsten Sendung sagen. Also nochmal ganz wichtig, ne? Ihr könnt voten in der Gruppe. Familiäre Übertragungsmuster, Karma, Stärken und Schwächen erkennen ist das dritte Thema. Die nächste Sendung findet statt am 10.05. Ne? Natürlich gleiche Uhrzeit, 19 Uhr. Wir denken, dass wir diesmal so richtig durchstarten können. Der Rest hat ja jetzt auch super gut funktioniert, super. Gott sei Dank. Ganz toll. Es geht um das Thema Persönlichkeitsanalyse. Das heißt, wie kann ich meine Stärken, meine Schwächen erkennen? Was kann ich tun? Wie kann ich alte Talente und Fähigkeiten wieder erwecken? Und wir benutzen diesmal die Numerologiekarten. Ne? Bestellt werden können all die Produkte auch für die Preise natürlich noch bis 22 Uhr. Mhm. Fragen gestellt werden können, ne? Auch in der nächsten Sendung natürlich auch wieder. Wir bedanken uns sehr fürs Zuschauen. Sato, es war mir eine Ehre. Ich fand es auch ganz toll. Und die erste Sendung, und dafür ist es live. Und dann passiert halt auch schon mal was. Aber es war einfach mega super lustig. Und es hat mir richtig viel Spaß gemacht mit dir, Sabine. Auch, ganz mir toll. Auch, ne? Vielen, vielen lieben Dank. Und Christina, fragt nochmal, wie das mit dem Gutschein geht. Mit dem Gutschein? Ah, Christina, genau. Lieben Dank. Christina, ganz einfach, den kannst du auch erwerben. Natürlich, wenn du jetzt, ich sag mal, auf den Button gehst, der oberhalb dem Bildschirm ist und dann in den Shop reingehst, kannst du einen Gutschein einfach erwerben. Dann kriegst du einen Code und kannst den jederzeit einlösen. Also der wird dann digital dir natürlich zugestellt. Also überhaupt gar kein Thema. Und dann kannst du auch schon dich direkt melden. Also das ist überhaupt gar kein Thema, wie du es letztendlich haben möchtest. Ne? Genau. Super Sendung, Glückwunsch, vielen lieben Dank. Ganz also es hat uns super viel Spaß gemacht und wir freuen und uns auf die nächste Sendung. Genau. Also dann bis bald und gute Zeit und wir freuen uns, wenn ihr uns wieder begleiten wollt. Und schaltet ein nächste Woche. Bis dann. Tschüss.